Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Heute ein ganz kurzes Video oder wieder ein, ja, nennen wir es mal Themenvideo, weil ich eigentlich schon länger darüber nachgedacht habe, das zu tun und eben auch durch den Austausch mit einer ganz lieben Kollegin, die ist auch aus Österreich, du wirst jetzt wahrscheinlich auch zuschauen, da grüße ich dich an dieser Stelle ganz herzlich. Eben auch mit dem Austausch eben mit dieser Kollegin, also wir tauschen uns eigentlich schon, ich weiß gar nicht wie viele Jahre schon aus, eben nicht nur beruflich, sondern eben auch privat. Und diese Kollegin, Freundin weiß auch, oder ja, weiß eigentlich alles über mich, was so in den letzten, vor allem in dem letzten Jahr passiert ist in meinem Leben. Und da tausche ich mich eben mit ihr immer wieder aus. Und eigentlich war jetzt der Anlass dieses Video, weil sich eine Sache jetzt in meinem Leben, also weil ich da jetzt quasi, ja, seit einem Jahr in einer Situation stecke, also genauer genommen gestern vor einem Jahr, und ist das Ganze eben so in mein Leben gekommen. Und da habe ich mir gedacht, dieses Datum nehme ich jetzt eigentlich zum Anlass, hier dieses Video zu machen. Gestern bin ich leider nicht dazu gekommen, aus privaten Gründen dieses Video zu machen. Und deswegen mache ich das heute. Und ja, ein Jahr danach, also die, die mich schon länger jetzt verfolgen und vor allem auch die, die meine letzten Themenvideos angesehen haben, wissen auch, worum es geht. Also es geht hier um den Themenbereich Seelenpartnerschaft, Dualseele, eben Seelenpartnerschaft. Und da bin ich eben jetzt seit einem Jahr in so einer Geschichte verwickelt und eben habe ich mir gedacht, jetzt nach einem Jahr wird es Zeit, die Richtung zu ändern. Und die Entscheidung habe ich eigentlich schon vor ein paar Wochen getroffen und eben durch den Austausch mit meiner Kollegin. Und eigentlich haben mich schon die Jahre davor auch immer wieder E-Mails erreicht mit genau diesem Thema. Und auch hat man mich auch immer gefragt, ja, ob ich nicht mal ein Buch schreiben möchte. Und ich muss sagen, das habe ich eigentlich schon sehr, sehr lange in Gedanken. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Anlass ist eben auch, dass ich eben mit meiner Kollegin gesprochen habe, die jetzt auch viel neue Veränderungen hat in ihrem, also in ihrem beruflichen Leben. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich werde auch hier einige Veränderungen machen. Natürlich, das Kartenlegen wird immer das Kartenlegen bleiben, das ist natürlich klar. Aber ich möchte auch, also es war für mich auch immer schon im Hinterkopf habe ich das gehabt, ein Buch zu schreiben. Und das werde ich jetzt angehen. Natürlich schreibt sich ein Buch nicht von heute auf morgen. Ich bin natürlich auch beruflich, privat sehr viel eingespannt. Also es wird auf jeden Fall dauern, bis dieses Buch dann tatsächlich fertig ist. Aber alle, die mich kennen, wissen, das, was ich mir vornehme, das setze ich um. Und komme, was wolle. Und das ist eben so das, was so mein nächster Weg ist, eben auch dieses Buch zu schreiben über mich, über, also natürlich nicht zu viele private Details, und es werden natürlich auch keine Namen genannt, weil fühlen sich ja eigentlich ein paar oder ja einer ganz besonders angetriggert und angesprochen. Und da werde ich natürlich keine Namen nennen, das ist natürlich klar. Ich werde auch schauen, wie das alles rechtlich vonstatten geht, wenn man ein Buch schreibt. Ich werde es auch nicht in einem Verlag, also ich werde das im Eigenverlag. Also da werde ich halt schauen, wie ich das am besten alles, dass es auch eben rechtlich seine Ordnung hat. Und da bin ich eben jetzt dann die nächsten Wochen auch damit beschäftigt, nicht nur das Buch zu schreiben, sondern eben auch zu schauen, wie macht man das? Weil ein Buch habe ich noch nie geschrieben und da werde ich einfach recherchieren und wie ich das am besten alles ordnungsgemäß mache. Und ja, da habe ich mir gedacht, dass ich euch das mal mitteile für all diejenigen, die mich schon immer wieder gefragt haben, ja, möchtest du nicht mal ein Buch schreiben? Und auch habe ich einen ganz lieben Kunden von mir, wahrscheinlich schaust du jetzt auch zu,
Er ist Autor und auch da werde ich in den nächsten Wochen, ich muss schauen, wann ich dazu komme, euch dieses Buch vorstellen, das er mir geschickt hat. Ich bin aktuell dabei, dieses Buch zu lesen und da habe ich ihm einfach auch versprochen, dass ich dieses Buch euch präsentiere. Was ich bis jetzt gelesen habe, es ist wirklich ein hammertolles Buch. Und eben auch durch dieses Buch bin ich auch irgendwie so auf den Geschmack gekommen, eben selber ein Buch zu schreiben. Und es wird um das Thema Seelenpartnerschaft, Dualseelen, aber eben jetzt nicht die reine Theorie, sondern wirklich das, was ich persönlich erlebt habe. Also da geht es um mich, um die Erfahrungen, die ich dadurch gemacht habe. Und ja, eben Anlass ist, dass ich eben jetzt meine Geschichte, also dass ich jetzt eben das Einjährige sozusagen habe in diesem Prozess, in ja, dieser Situation. Und genau, das wollte ich euch einfach mal mitteilen, dass es eben jetzt irgendwann, also heuer wird das definitiv nichts mehr werden, aber ich habe es mir schon zum Ziel gesetzt, allerspätestens nächstes Jahr im Frühling möchte ich das schon beendet haben, also dass das Buch fertig ist, dass man das auch kaufen kann und es braucht natürlich seine Zeit und wenn ihr euch einfach dafür interessiert, einfach meinen YouTube-Kanal abonnieren. Da werde ich euch natürlich immer am Laufenden halten. Nur ich habe mir das jetzt wirklich hier zum Ziel gesetzt, das zu machen, weil ich mir lange auch überlegt habe, wie kann ich da helfen? Und ich denke, mit einem Buch ist das sehr interessant für den einen oder anderen. Und soll nicht ein Buch sein, was man eh. Es gibt ja eigentlich zu diesem Thema schon sehr viele Bücher, aber da geht es einfach darum, dass ich mein Wissen, meine Erfahrung, die ich jetzt nicht nur in diesem Jahr gesammelt habe, aber also in diesem Jahr war es halt einfach extrem. Es war eine Berg- und Talfahrt, ein Auf und Ab. Und ja, jetzt nach diesem Jahr habe ich mich eben dazu entschlossen, mich eben von dieser Situation rauszulösen, sozusagen, ist schwierig, weil eben ich doch eine Sache habe, die mich natürlich an diesen Menschen bindet bis an mein Lebensende, aber dennoch hier meinen Weg weiterzugehen und deswegen habe ich eben auch diese Karten rausgelegt, kontinuierlicher Fortschritt und freudig des Lebens. Ja, weil das einfach auch wichtig ist, egal was in der Vergangenheit passiert ist und ich habe ja wirklich im vergangenen Jahr schon sehr gelitten und das hat halt schon seine Spuren hinterlassen und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, so kann es ja auch nicht mehr weitergehen und muss jetzt auch weiterschauen und ich bin wieder motiviert, ich bin schon wieder in meiner Lebensfreude, die ich lange Zeit verloren habe. Das Lachen, das ich verloren habe, das kommt jetzt schon langsam auch wieder zurück und da freue ich mich und ich bin jetzt wirklich hochmotiviert, hier weiterzumachen, Videos zu machen, eben an diesem Projekt Buch zu arbeiten. Und eben wirklich meinen Weg weitergehen. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, den eigenen Weg weitergehen, egal ob jetzt mit Partner, ohne Partner, mit einem ganz neuen Partner. Also man weiß ja auch nicht, was da so alles für einen vorbestimmt ist. Und auch da bin ich offen. Ja, also wenn jetzt hier für mich noch jemand Neues bestimmt ist, dann bin ich natürlich auch offen, dass dieser Mensch in mein Leben kommen kann. Man weiß ja nicht, was da alles so, ja, was Gott, wie auch immer, für einen vorgesehen hat. Und auch da bin ich natürlich offen, wenn es denn so sein sollte. Ja? Und ja, genau, das war jetzt einfach mal so meine Botschaft an euch. Und vielleicht konnte ich euch auch mit diesem Video selber motivieren, euer Ding durchzuziehen, das, was ihr euch vorgenommen habt. Vielleicht habt ihr Pläne, Projekte, die schon lange in euch brodeln und irgendwie traut ihr euch nicht da voranzugehen. Vielleicht konnte ich euch auch mit diesem Video eine kleine Motivationshilfe sein, selber euer Ding durchzuziehen. Und mein Ding wird dieses Buch sein. Und da kann kommen, was möchte. Wie gesagt, es wird alles organisiert, dass es eben wirklich auch rechtlich und dass eben alles wirklich ordnungsgemäß vonstatten geht. Und das ist mein großes Ziel. Und wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann setze ich das auch um. Und das ist auch das Wichtigste, was ich jetzt eigentlich in diesem Jahr gelernt habe, meinem Weg treu zu bleiben und mich nicht von außen, weil es vielleicht irgendjemanden auch nicht passt, mich da beeinflussen zu lassen. Ich bleibe mir treu und das solltet ihr auch. Eurem Weg, das, was euer Traum ist, dem treu bleiben, egal ob das jetzt jemand anderen schmeckt oder nicht, egal ob da jemand
die Wände hochgeht, wenn du diesen Weg einschlägst oder nicht. Du sollst dir deinen Weg treu bleiben und dann geht's dir gut, ja, wenn du wirklich das, was du gerne machen möchtest, auch umsetzt. Und ja, das wollte ich einfach jetzt euch mal so mitteilen und ich hoffe natürlich, dass ich dem einen oder anderen auch so einen kleinen Impuls habe geben können. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich natürlich wie immer auf die nächsten Videos, auf die nächste Zeit, die jetzt hier so auf mich zukommt. Natürlich nicht nur beruflich, sondern auch privat bin ich schon sehr gespannt, was die nächsten Wochen so in mein Leben kommen wird, kommen darf. Und ja, ich freue mich und ich wünsche euch alles Liebe. Ciao!